Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder bei Gamer Campus reinschaut. Ich bin Jens und habe für euch wieder unsere Top-Releases der Woche im Gepäck. Manche suchen lieber rasante Action und spannende Herausforderungen, während andere lieber nach Atmosphäre und entspannter Ruhe Ausschau halten. Hier findet ihr auf jeden Fall beides, denn wir haben sowohl actiongeladenes Adrenalin, aber auch malerische Wohlfühlatmosphäre sowie mysteriöse Erkundungsreisen parat. Es liegt an euch, wonach ihr gerade strebt oder in welcher Stimmung ihr seid, denn manchmal braucht man einfach Action, aber gelegentlich schwelgt man auch gerne mal in der Ruhe. Am Mittwoch geht es los mit Silt, indem ihr in die Tiefen der dunklen Unterwasserwelt abtaucht. Erforscht die düstere und zugleich faszinierende Dunkelheit, um ein vergessenes Geheimnis zu entdecken. Doch gebt Acht, denn hier unten lauern auch einige Kreaturen sowie Rätsel, die es zu lösen gilt. Liebhaber von Spielen im Schwarz-Weiß- bzw. Silhouettendesign à la Limbo werden hier garantiert auf ihre Kosten kommen. Am gleichen Tag machen wir actiongeladen weiter. Bei Leap handelt es sich um einen Online-First-Person-Shooter mit Schlachten mit bis zu 60 an die Zähne bewaffneten Spielern. Bedient euch mächtigen Waffen, einzigartigen Fähigkeiten und durchquert das Terrain mittels Enterhaken, Jetpacks oder anderen abgefahrenen Vehikeln, um für euer Team den Sieg zu erringen. Holt euch den Ruhm des Sieges sowie eure Belohnungen in Form von Skins, Vehikeln und Waffen. Wem das zu viel war, für den gibt es am Donnerstag das passende Kontrastprogramm. In Behind the Frame, The Finest Scenery wird es malerisch, ruhig und kunstvoll, denn hier greift ihr zum Pinsel, um zahlreiche Puzzle zu lösen. Helft einer aufstrebenden Künstlerin, ihre Meisterwerke zu vollenden. Hierbei handelt es sich um ein entspannendes, eloquentes Erlebnis, bei dem der Spieler das Tempo bestimmt. Die Atmosphäre und die Kunst stehen hier klar im Vordergrund. Wer auf der Suche nach Entspannung ist und mal eine Pause von all den nervenaufreibenden Action-Games braucht, der dürfte hier womöglich sein Quäntchen Ruhe finden. In Unexplored 2 The Wayfarer's Legacy entdeckt ihr eine vielfältige Fantasy-Welt in charmanter Optik. Das prozedurale Action-RPG kommt ganz ohne Plackerei, XP oder Gold aus und trotz Permadeath geht dieselbe Welt einfach weiter. Das Spiel legt viel mehr Fokus auf Entscheidungen und deren Konsequenzen des weiteren Verlaufs. Als Wanderer habt ihr die Mission, den Stab von Yendor zu zerstören und müsst dazu einen weiten, beschwerlichen Weg auf euch nehmen, sowie Unmengen an Gefahren trotzen. Solltet ihr scheitern, kehrt euer Charakter nicht zurück, doch der nächste Wanderer kann eure Mission fortführen. Für die PC-Spieler ist der Titel bereits seit letztem Freitag zu haben und die Konsolenfans unter euch können sich ab diesem Freitag das lange Pfingstwochenende zunutze machen, um hier ordentlich durchzugrinden. Und das waren wie immer unsere vier Titel für diese Woche. Wofür könnten wir euch diesmal begeistern? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns immer, wenn wir da Feedback von euch bekommen können. Apropos, wenn ihr uns noch mehr unterstützen wollt, lasst uns doch ein Like und ein Abo da. Oder folgt uns auf einem unserer Social Media Kanäle. Weitere Inhalte findet ihr natürlich auch auf unserer Website gamercampus.de. Schaut da doch einfach mal vorbei. Wir sagen danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.